Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Ich darf heute präsentieren diese leckere Quark-Sahnetorte, welche hat natürlich meine Tochter zubereitet. Ich war nur kleine Küchenhilfe, mal was dazugeben, was zusammenmischen. Aber jetzt zeigen wir euch, wie haben wir es zusammen zubereitet haben. Viel Spaß! So, zuerst fangen wir jetzt mit dem Grundteig an. Dafür haben wir jetzt schon die drei Eier in die Schüssel gegeben. Dann brauchen wir noch Mehl, Zucker, Vanillezucker und Backpulver. So, aber zuerst noch, möchte ich noch sagen, bitte den Backofen vorheizen auf 160 Grad Umluft, also Heißluft, oder Ober-Unterhitze 180 Grad. So, dann werden wir jetzt erstmal eine Minute die Eier schaumig schlagen. Aber wirklich bitte alle Minutenangaben befolgen, damit genug Sauerstoff in den Teig kommt, damit das dann wirklich am Ende ein schöner, fluffiger Biskuitteig wird. So, jetzt haben wir die Eier eine Minute lang schaumig geschlagen. Mutti, kannst du bitte jetzt Vanillezucker und Zucker erstmal zusammen vermischen? Eigentlich habe ich Vanillezucker schon fertig, aber naja. Wir machen jetzt so, wie du es sagst. Heute geht nach Regeln von meiner Tochter. Ich darf auch mal. Genau. Okay. So. Und jetzt können wir das jetzt für eine Minute lassen wir das jetzt einrieseln und danach nochmal die ganze Masse zwei Minuten weiterhin schaumig schlagen. Bitteschön. Danke. So, wie man sieht, ist die Masse jetzt schon schön schaumig. Mutti, kannst du jetzt bitte noch einen halben gestrichenen Teelöffel Backpulver mit dem Mehl mischen? Bitte. Ja. So, und jetzt noch mal ganz kurz auf niedrigste Stufe einmal einschlagen. Oh, man sieht es jetzt, der hat richtige Luftblasen, siehst du? So, das machen wir jetzt alles in eine Runde. Backform 26 cm haben wir jetzt schon ausgelegt mit Backpapier und eingefettet. So, jetzt geben wir den Teig in die Schüssel. Nee, glaube, wir gehen den Teig in die Schüssel in die Form. So, jetzt geben wir den Teig in die Form. Dass du mich mal berichtigen musst. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, der ist so schön fluffig. So, jetzt den Teig in der Form. Streichen. Nicht wundern, es sieht wenig aus, aber der Teig wird noch schön aufgehen, weil wegen dem Sauerstoff, wegen den Luftbläschen. Ich mache jetzt immer noch mal so. Ich stampfe ein bisschen auf den Tisch. So, und den Teig geben wir jetzt in den Backofen für 25 Minuten. Unteres Drittel. So, und jetzt warten wir. So, 25 Minuten sind um. Jetzt werden wir mal nachschauen, ob der Biskuitteig gut ist. So, dafür stechen wir alle mit dem Zahnstocher rein. So, nichts klebt an dem Zahnstocher, das heißt, der ist wirklich gut und jetzt können wir ihn rausnehmen. Wie man sieht, ist der schön aufgegangen. Was wir jetzt machen müssen, ist die Backform entfernen und dann hier auf dem Kuchenrost erkalten lassen. Am besten nur mit dem Backpapier. Mit dem Messer ein bisschen am Rand lang schneiden. So, ganz langsam. Perfekt. Also wie man sieht, ist der wirklich schön aufgegangen, ja, gleichmäßig. Und jetzt sind da hier noch... So, und den Boden müssen wir jetzt hier auf dem Küchenrost erstmal richtig erkalten lassen, weil wir machen dann noch die Quark-Sahne. Füllung oben drauf und wenn der noch zu warm ist, schmilzt die Sahne und der Quark und dann weicht der ganze Boden durch. Deswegen wirklich warten, bis er komplett abgekühlt ist. So, jetzt werden wir die Füllung zubereiten. Wie ihr seht, haben wir hier schon vorbereitet für den Boden, aber der kühlt noch ab. Aber in der Zeit können wir jetzt schon die Creme anrühren. Und zwar, Mutti, kannst du jetzt bitte erstmal den Speisequark hier reinfüllen und den Zucker und das zusammen verrühren, bitte. In der Schüssel und ich werde in der Zeit die Götterspeise zubereiten.
Also wir haben jetzt, in der Götterspeise ist jetzt schon Zucker drin. Wenn ihr aber andere Götterspeise verwendet, müsst ihr noch 100 Gramm Zucker hinzufügen. Ihr müsst halt wirklich auf der Verpackung lesen, ob da schon Zucker oder nicht Zucker enthalten ist. Und die werden wir jetzt wie Packungsanleitung machen, aber nicht mit 500 Milliliter Wasser, sondern nur mit 150 Milliliter heißem Wasser. So, und jetzt gießen wir hier das heiße Wasser drüber und rühren so lange, bis sich die Götterspeise aufgelöst hat. Also wir haben jetzt Waldmeister-Götterspeise genommen. Aber man kann natürlich nach Geschmack die Götterspeise variieren, also Himbeere, Zitrone, was auch immer, oder Erdbeere. So, und die Götterspeise ersetzt sozusagen die Gelatine. Ne? So wird das dann später dann, deswegen wird das dann später die Masse halt hart. So, jetzt geben wir ungefähr 3 Esslöffel Quark in die Götterspeise. Okay. Und lösen erstmal ein bisschen auf, bis alles schön aufgelöst ist. Oh, das ist so ein schönes Grün. So, jetzt ist es schön aufgelöst und jetzt gebe ich die ganze Masse in die übrige Quarkmasse. Kannst du mit rumrühren? Okay. So, jetzt werden... Oh, hast du gut gemacht, Mutti. Dankeschön. So, die Quarkmasse geben wir jetzt kurz in den Kühlschrank und müssen immer mal umrühren. Wir müssen jetzt warten, bis die Quarkmasse ein bisschen anfängt zu gelatieren. Mhm. Ja, und dann geben wir die Sahne dazu, die wir jetzt aufschlagen werden. Also bitte gib erst mal in den Kühlschrank. So, jetzt werden wir die Sahne steif schlagen. Dafür haben wir jetzt wirklich eiskalte Sahne aus dem Kühlschrank genommen, dann wird die schneller steif. So, ich gebe jetzt 2 Beutel Sahne fest in 500 Milliliter Sahne. Das sagt die viel, Mama. Okay. Okay, und das werden wir jetzt natürlich auf höchste Stufe steif schlagen. So, wir haben jetzt hier die Sahne schön steif geschlagen, also die ist wirklich sehr bombenfest. So, und Mutti, kannst du jetzt bitte die Sahne mit dem Quark zusammen verteilen? Und in der Zeit habe ich jetzt ja auch schon den Boden jetzt in die Form gelegt, einen schönen Tortenring gelegt und dann langsam natürlich auch das Papier abgezogen. Möchtest du, dass ich die ganze Sahne in den Schüssel zu der Götterspeise also gebe? Und dann werden wir das unterheben. Okay. So, und jetzt langsam unter die Götterspeise gehen. Von unten nach oben. Genau. So habe ich gelernt. Ja, so habe ich es von dir gelernt. So mache ich das. So, und die ganze Masse geben wir jetzt einfach auf den Boden. Erstmal in die Mitte und dann können wir später gleichmäßig verteilen. So, jetzt schön glatt streichen, gleichmäßig. Und das kommt jetzt über Nacht halt in den Kühlschrank oder in den kühlen Raum. Oder ihr lasst es halt wirklich für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank, wenn ihr am selben Tag wollt. Aber am besten schmeckt das, wenn ihr es eine Nacht richtig durchziehen lasst. So, wir haben die Torte jetzt über Nacht stehen gelassen und jetzt entfernen wir erstmal den Tortenring. Soll ich ein bisschen aufmachen? Oh! Ja, ja, wenn man ihn kurz so aufmacht, dann geht er von alleine von den Rand. Das ist so perfekt und genial mit dieser Rinne. Hier ein bisschen nachher, wo die zusammengehen. Perfekt. So, dann beginnen wir jetzt mit der Deko. So, deswegen, die Deko ist euch selber überlassen. Ihr könnt machen, was ihr wollt mit der Torte. Wir werden auf jeden Fall heute diese Deko-Blumen schon nutzen. Wir haben einmal große und auch einmal kleine. Und ja, daraus machen wir jetzt die Deko. Weil jetzt so Frühling ist. Überall die Bäume blühen, deswegen passt das hier richtig schön heute. So, weiterhin haben wir jetzt so eine Zuckerschrift hier in Braun, weil wir wollen jetzt eine Art Ast machen, wo die Blumen halt so abgehen. Aber das übernimmt Mutti heute. So, meine Tochter möchte gerne, dass wir den Ast so ziehen. Natürlich mit Schokolade wäre viel, viel einfacher. So, wir haben jetzt ungefähr hier kommt der Stamm und hier können wir jetzt
die Blüten setzen. So, jetzt sind wir sozusagen fertig mit unserer Kreation. Wir haben jetzt, ich bin ja immer der Typ, weniger ist mehr. Ja, also wir haben hier unseren Ast und hier ein paar abfallende Blüten. Und so kann man sich ja, finde ich, auch den Frühling vorstellen. So, damit sind wir jetzt fertig mit unserer Frühlingstorte. Wir haben jetzt auch schon Gäste eingeladen, deswegen wird er heute auch gleich angeschnitten. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir würden uns auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar. Und wie euch das gefällt, wie wir zusammenarbeiten, wollt ihr mehr Videos zusammen sehen oder lieber nicht, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren auslassen. Also uns macht es immer wieder zusammen Spaß. Genau. So, ja, das war's jetzt erstmal von mir. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss. Tschüss.